Wenn der Sommer dann doch nochmal kommt, muss man gerüstet sein. 6 Spaßmacher im Test, vom Spielgerät über den privaten Pool bis hin zum Grill für den Landgang. Dass am Anfang aber bei der Hälfte der Teile das Pumpen vor dem Spaß kommt, liegt zwar in deren Natur, zumindest bei der Rutsche und dem Ocean Pool wäre es aber hilfreich, eine leistungsstarke Pumpe im Lieferumfang zu wissen. So werden zunächst die Arme lahm, das Planschen im Meer danach bietet immerhin eine verdiente Abkühlung. Die Freefall 6, ein etwas zu vollmundiger Name bei 2 Metern Rutschhöhe von Aquaglide, ist sicher der Hit, gerade bei kleineren Seglern. Sie sollte allerdings gut verankert werden, denn bei Wind macht sie sich schneller auf und davon, als Papa schwimmen kann. Der Preis für 51 Kilo PVC ist recht üppig. 3.050 Euro soll die Rutsche kosten. Aufgrund ihres sperrigen Packmaßes ist sie aber sowieso eher etwas für die großen Jachten. Deutlich bewegungsintensiver ist dieses Stand-Up-Board mit dem Mirage-Antrieb von Hobie. Das GFK-Brett namens Mirage Eclipse zieht selbst bei leichtem Tritt ordentlich los. Die Fortbewegung mit ihm stellt keine große Herausforderung an Gleichgewicht oder Koordination dar. Gelenkt wird mittels Handhebeln. Ein besonderer Kick sind kleine Brandungswellen, die man mit dem Board heruntersurfen kann. Rund 3.000 Euro sind auch hier aber kein Anreiz, ein Spielzeug für einfach mal so anzuschaffen. Außerdem müsste das über 3 Meter lange Board wohl an Deck gelagert werden. Bugskisten freundlicher dagegen ist das iRig One samt aufblasbarem Fanatic Board, denn bei diesem Windsurf-Ensemble wird auch das komplette Rig aufgepumpt. Und dessen Bedienung ist für unseren Tester, der angesichts dieser lockigen Haarpracht, Achtung Klischee, nur ein Windsurf-Profi sein kann, sicherlich ein Kinderspiel. Die Trockenübungen sehen jedenfalls schon mal vielversprechend aus. War nix mit Profi. Aber immerhin beweisen diese Bilder, dass auch blutigen Anfängern mit dem iRig One schneller Erfolg sicher ist. Das bloße Rig kostet übrigens 380 Euro, das Board kommt mit 1.300 Euro dazu. Schön wäre es übrigens, wenn der Hersteller einen Mastfuß mitliefern würde. Wer sich nach so viel Bewegung erstmal hinlegen muss, hat mit dieser gigantischen Isomatte namens Paradise Pad in Größe L genau das Passende gefunden. Viel mehr als drauf rumliegen kann man damit zwar nicht anfangen, aber zumindest die Kinder werden einen Heidenspaß haben. Wenn Mama und Papa denn bereit sind, 600 Euro für eine Matte auszugeben, die selbst im zusammengerollten Zustand noch 1,80 m x 60 cm misst und einen großen Stauraum benötigt. Das Baden im Meer kann bei einigen Menschen Panikattacken auslösen, etwa wenn sich eine Qualle oder anderes Meeresgetier in deren Nähe verirren. Abhilfe schafft der eigene, garantiert quallenfreie Ocean Pool von Aquaglide. Denn der Netzboden sorgt dafür, dass außer Wasser nichts hineinkommt, was die Badefreude stören könnte. Die aufgeblasenen begehbaren Ränder sind dazu ideale Sonnenliegen und für ein nettes Poolgespräch taugt das Teil auch. Gründe, die gegen so ein Privatschwimmbecken sprechen, sind aber das wieder mal sperrige Maß, 53 Kilo Gewicht und ein Preis von 3.300 Euro. Der klare Preissieger ist dann der Partygrill von Campinggas, auch wenn man mit ihm lediglich Essen machen kann. Für 73 Euro spendet er zumindest nach einem Tag voller Spaßgeräte den hungrigen Mägen Freude. Dank des Gasbrenners entfallen lästiges Warten auf das Durchbrennen und die Entsorgung der Holzkohle. Außerdem kühlt der Grill nach dem Abschalten rasch wieder ab und mit seinen geringen Packmaßen passt er nun wirklich in jede Bugskiste.
Seglers Spielzeug ist nur eines von 15 Themen im großen Sommer-Countdown, den die Yachtredaktion auf sage und schreibe 80 Seiten zusammengetragen hat. Mit Geschichten zum Träumen, Nachdenken und Schmunzeln, aber auch mit Tipps und Tricks. Das alles in der schicken Sommerausgabe Yacht 15 2017.